Moin, sind Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Goldcross Gaming und zu Hitman. Wir werden heute nochmal eine kleine Herausforderung absolvieren, nämlich die zweite redigierte. Hier ist es, glaube ich. Ist sie gar nicht hier? Doch, da ist sie, klar, 2 Pfennig der Wunsch. Ja, man sieht so ein bisschen ein verschwommenes Bild und so. Ein Steinchen sieht man hier im Vordergrund. Und das schaltet eine Goldmünze frei. Die wollen wir uns natürlich schnappen. Wir fangen genauso an wie bei der Challenge zu. Können wir hier noch irgendwas Sinnvolles mitnehmen? Ich glaube nicht. Zu Blick in die Ferne. Wir werden auch am Anfang gleich einen Weg absolvieren, so ein bisschen. Und dann wird sich das Ganze etwas unterscheiden. Da hatte ein Developer ziemlich viele Hinweise gegeben. Ne? Ansonsten war das halt ein bisschen zu obskur im Prinzip, weil es doch sehr spezifisch ist, genauso wie Blick in die Ferne. Und der Hinweis, den kann man entschlüsseln. Ne? Ich hatte dann auch irgendwann rausgefunden, wo das Ganze sein soll. Aber es ist tatsächlich etwas spezifischer als einfach nur Münzen in einen bestimmten Brunnen zu werfen. Aber wir gehen zuerst runter zur Wäschekammer. Da können wir uns dann wieder die Master Keycard holen. Und außerdem können wir uns hier Münzen holen. Na, für die Challenge würde ich euch empfehlen, nehmt so viele Münzen mit, wie ihr könnt. Ohne jetzt irgendwie Umwege zu machen. Ne? Also wir wissen ja, oben, wo die Soundcrew rumchillt, gibt es auf jeden Fall eine Münze. Im Garten gibt es noch eine Münze. Es gibt noch ein paar andere Orte, wo es Münzen gibt. Wir müssen den Typen da gerade mal irgendwie wegkriegen. In diesem Automaten da hinten ist nämlich auch noch eine Münze, die würde ich gerne mitnehmen. Und der telefoniert jetzt ja richtig lange. Okay, sehr hübsch. Vergiss er. So, hier in diesem Automaten gibt es nämlich auch eine Münze. Sehr hübsch. Und jetzt gehen wir einfach wieder hoch, ne? Wir werden auch in Zimmer 207 einbrechen. Ja, dort gibt es nämlich auch 4 Münzen. Die nehmen wir uns einfach mit. Ich meine, wir haben schon die Gelegenheit haben, günstig an Münzen ranzukommen. Achso, wartet mal. Vorne gab es, glaube ich, an der Bar keine Münzen, oder? Das ist mit Smith J. Nee, gibt's aber keine. Doch, hier, nee, das ist ein Glas. Ah, das ist das Glas, aus dem Lexi Barrett trinkt, wenn sie hier unten ist. Das sollten wir uns auch mal merken. Für günstige Gelegenheiten. So, da ist sie wieder, die Dame in Blau. Ne? Die spielt eine wichtige Rolle im Blick in die Ferne. Oder beim Blick in die Ferne. In der Blick in die Ferne Herausforderung. Hier müsste es Münzen geben. Einmal hier drüben auf dem Boden und auf dem Tisch. 2, genau. Er pennt hier auf dem Boden. Nur so uns rechts sein. Nehmen wir hier noch Münzen mit. Also es gibt hier in dem Level auch wieder eine Menge Münzen verteilt, auf jeden Fall. Unsere Schuhe quietschen so ein bisschen beim Laufen, ne? Hey, you seen Ramon? No? Probably sleeping in a closet somewhere. Und der Brunnen, um den es sich handelt, ist dieser hier. Und das Ganze ist jetzt ein bisschen kompliziert. Wir müssen nämlich, ihr seht es, da drin sind 2 Steine. Ne? Einer hier, der große schwarze, der ist auch auf dem Bild zu sehen. Ne? Da ist die linke Seite dieses Steins zu sehen. Zusammen mit diesem verzerrten Spiegelbild hier, das muss irgendwie hier aus dem Winkel so ungefähr aufgenommen worden sein. Und dann das rechte dritte einfach abgeschnitten.
Und hier rechts ist so ein kleiner Stein. Und unser Ziel ist jetzt, die Münzen vom Spiegel auf diese Steine abprallen zu lassen. Jeder Stein muss von einer Münze getroffen werden. Und da würde ich euch empfehlen, an der Stelle einfach zu speichern. Ich mache es jetzt auch, also kurzen Cut. Dann speichere ich und dann lade ich einfach immer wieder, bis ich einen Versuch hier hinkriege, der funktioniert. Ne? So machen wir das jetzt einfach. So, also Versuch Nummer 2 hier. Wir schauen uns mal hier direkt vor den Stein, werfen ein bisschen höher an. Oh, das ist am Spiegelrand abgeprallt. Das Münze. So, versuchen wir nochmal. Hat er getroffen? Ich weiß es nicht genau. Wir machen das nochmal in schön. Die hat auf jeden Fall nicht getroffen. Hey, did you go up your meds today? You're making me feel uncomfortable. Leave. So ein bisschen tiefer. You need to control that anger. Get out of here. You shouldn't be throwing stuff around. Noch ein bisschen tiefer. Hey you, don't you're making me feel uncomfortable. Die hat, glaube ich, getroffen, Leave. Oder? Weiß nicht genau. So, wir versuchen mal den Stein hier. Wie machen wir es am besten? Wir stellen uns hier so vor. Direkt vor den Stein. Gehen ein bisschen zurück. Und dann suchen wir uns da irgendwie so einen Haltepunkt. Hey, come on, pick that weiter up. Rechts. Okay, die ist ganz woanders hingedingst. Ne, zu weit. Hey. Ich versuche mal ein bisschen nach links zu korrigieren. I don't mean to be a dork, but littering is against the law. Die fliegen alle hier rüber. Eine Münze habe ich hier irgendwie. Ach, da hinten ist sie hingepullert. So, also, wir gehen noch mal ein bisschen weiter zurück. Oh, huh. Wow. Oh. Habe ich gar nicht gesehen, wo sie gelandet ist. War zu weit offensichtlich. Also ein bisschen höher vielleicht ansetzen das Ganze. Ja, das war schon ganz gut, denke ich. Bisschen weiter rechts vielleicht. Oh, die war ganz schön knapp dran gerade. Ja, also die Höhe hier scheint okay zu sein. Das hat den Stein getroffen, würde ich sagen. So, und den Stein haben wir doch auch getroffen, oder? Ah, okay. That's okay. Gut. Excuse me. Oh Mann, ja, geh doch mal da weg. Seriously, I will. Oh, die war zu weit. Don't throw that here. Sir, are you on drugs or what? Okay, also ein kleinen Tick höher. Hier so ungefähr. You need to control that anger. Zu weit. You shouldn't be throwing stuff around. So, die hat getroffen. Und da haben wir es. Zwei Pfennig, der Wunsch. Erledigt, also die Steine muss man treffen. Ich sehe gerade, man kann sich so ein bisschen selbst, wenn man sich im Spiegel sieht, ne, so ein bisschen als Zielmarkierung benutzen. Man stellt sich halt einfach irgendwie so hin, ne? Und dann bringt man halt sich den Stein und das Spiegelbild so ein bisschen in eine Linie und dann kann man nämlich einfach das auf das Spiegelbild oder über das Spiegelbild zielen. Das schien mir gerade eben bei den letzten Versuchen ganz gut funktioniert zu haben. Das war auf jeden Fall zwei Pfennigster Wunsch, Jungs und Mädels. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.